Entschuldigung. Aber das ist ganz gut, da können wir gleich nochmal einen Test machen. Ich habe nicht mal die Antivirensoftware wegen eines anderen Spielproblems mal deaktiviert gerade. Können wir mal gucken, ob es mit ohne Antivirensoftware besser geht. Bin ja mal gespannt. Wo wollen wir denn fliegen? Wollen wir eine kleine Maschine fliegen oder wollen wir die große fliegen? Also die 320. Hannover los Richtung Süden, Göttingen, Paderborn, Basinghausen, Hannover landen. Schöner Rundkurs. Ja. Könnte man tun. Kann schneller abspringen. Ah ja, okay. Ja, gut, okay. Ja, verstehe. Verstehe, verstehe. Was Kleines, okay. Schnitzel, du fragst, wann er rausgekommen ist, ne? Der kam. Wann kam er denn raus? Schlagen wir mal auf das Datum fest. 1,5 Wochen? Glaube ich. 2 Wochen mittlerweile, glaube ich. 2 Wochen. Ach, er. Stimmt. Der Unvergessliche hat gefragt. Vor 2 Wochen. Danke, Schnitzel. Ja, ja, so Mitte August war es. Okay. Wir gehen mal kurz in den Hangar. Ich darf mal kurz die Ferrari Edition von den Airbus präsentieren. Ja, 18. August war es, glaube ich. Genau. Ja, also der hat doch schon was, ne? Selbst im Triebwerk ist rot. Na, und da gibt es natürlich noch weitaus mehrere. Na, wir können hier den Air Berlin nehmen. Oder schlichtweg den Condor. Wir können auch. Genau, Lufthansa natürlich, ne? Klassisch. Natürlich der neue Look. Ist natürlich klar. Die waren tatsächlich kostenlos, ja. Die gibt es im Forum. Dann haben wir hier noch die Red Bull-Variante. Auch sehr nett. Komm, zeig mal ein bisschen was von dir. Da. Auch sehr nett. Ne, oder halt eben, ja. Sämtlich andere Airlines halt. Wir haben auch, das habe ich vorhin erst gesehen. Ist auch nicht schlecht. United States Marine Corps. Hat auch was. Na, hat auch was. Was haben wir noch? Ich habe, glaube ich, irgendwo auch noch mal was. Ja, genau.
Was für die Mädels unter euch? Peach. Ja, aber wir gehen mal wieder, wenn ich ihn wiederfinde. Ich gehe mal wieder zu den Ferrari. Gut, aber wir wollen ja was Kleines fliegen, haben wir gesagt, ne? Was wollen wir denn mal? Mal gucken mal. Ich glaube, wir nehmen die. Gibt es auch Lackierungen? Wie seid ihr mit? Ach so, ich weiß warum. Müssen wir einmal zurück. Das ist, glaube ich, noch ein Bug. Ja. Mhm. Okay, da gibt es nur in Farben. Ich glaube, wir starten die, oder? Wir starten die. So. Bin ich ja mal gespannt, ob ich die Kiste überhaupt wieder hochkriege nach einer A320. In Pink? Nein, ich fliege die jetzt nicht in Pink. So, wir wollen von Hannover aus starten. Gucke mal ganz kurz, aber nicht sogar von. Hallo? Ach, träume ich doch nicht. Gucken, ob wir von dem Wohnzimmer fliegen können, aber ich glaube nicht. Doch, können wir tatsächlich. Dennis, wir können von dem wir können von dem Fliegerhaus starten. Okay, wir sagen, wir starten am Fliegerhaus. Und landen dann letztendlich in Hannover. Wir versuchen zumindest mal. Ich meine, ja, die Strecke ist kurz, aber ist ja eh kein Dreckflug. Ja, gucken wir mal. Ach, da bin ich mal gespannt, ob ich das noch hinkriege. Ich muss jetzt frei Schnauze fliegen, Dennis. Aber ich kann gleich noch was Schönes anmachen. Warte mal. Wir können den Flug theoretisch live verfolgen. Gerade mal den Installer wiederfinden. Ach, da ist er ja. Junster Tower Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha at runway 26 ready for takeoff departure to the east. So. Und zwar ich muss mal kurz was gucken. Wartet mal.
Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Moment. Doch, seht ihr. Und zwar habe ich mich jetzt eingebucht unter dem Namen MZ1997. Follow. Und da können wir mich jetzt verfolgen. Wenn ich mich finde. Da. Und wir sind gerade tatsächlich am Fliegerhorst. So. Also wenn ihr das verfolgen wollt, ich schaue das, ja, das mal ganz kurz in meine Chat rein. Ich werde das jetzt noch mal. Ich werde das jetzt noch mal kurz hier ein bisschen anpassen. Falsche Bild. Warum sehen wir das falsche Bild? So, wo ist mein Chrome da? Okay. So, jetzt solltet ihr eigentlich das richtige Bild sehen. Oder nicht? Doch, seht ihr. Okay. Also, wer den Flug jetzt verfolgen will, Dennis, vielleicht kannst du mir dann auch irgendwo mal sagen, wo wir gerade stecken. Wenn ich gerade die Orientierung verliere. Du spielst jetzt quasi mal Co-Pilot. Du musst einfach nur oben sagen, wenn du die Adresse aufgerufen hast, Follow Aircraft und dann MZ 1979. Wir heißen hier zwar allerdings anders gerade, aber es macht nichts. Aber das wäre so eine Idee. Warum lande ich hier eigentlich immer wieder? Ach, ich weiß warum. So. Alles klar. Gucken wir mal, ob ich das Ding hier in die Schau kriege. So. Tower Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha for touch and go. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha Booster Tower. Make left downwind runway 26. So, gucken wir mal, ob wir den hier irgendwie. Irgendwie auf einer Höhe halten können. Ah, okay. Gut, in welche Richtung fliege ich denn? Links rum, sagt sie. Okay. So. Dann fliegen wir mal links rum. Oh, diese Steuerung, ne? Scheint nur mehr, ist das? Ach ja, richtig. Scheint nur mehr. Oh. Hat das Ding keinen Autopiloten? Warte mal. Wir gucken mal hier, was wir denn hier alles so Schönes haben. So, aber hier höher habe ich den eingestellt. Weiß keiner, ne? Ah ja, okay.
Enter left traffic runway 26 Cessna Golf. Okay, so. Ich glaube, das ist jetzt hier ein bisschen besser. Stimmt, das ist ein Huda mehr. Genau, und unten ist die Badeinsel. Unten ist die Badeinsel. Okay, ich fliege ja schon mit nach links. Okay. So. Ja, genau. Da vorne ist Bokelo, das ist der Kalkriese. Den sehe ich quasi vom Balkon bei mir. Was? Halten? Das ist kein Auto, Dennis. Ich kann hier nicht einfach so halten. Genau, Kalkriese. Den Kurs halten? Okay. Mache ich. Mache ich doch glatt. So, gucken wir mal, ob ich hier irgendwie. Versuche mal hier mal die Trimmungsgeräte einzustellen. Okay, das war zu weit. Ja, ich stelle gerade bei der Trimmung ein, Dennis. Sollen wir mal gerade fliegen? Wäre mal ganz nett. Na. Und ich will auch mal ein bisschen Speed rausnehmen vielleicht. Kurz was in Hausen, ja? Okay. Kämpfen wir noch mit der Trimmung gerade. Da können wir weiter runter gehen, ne? Dann sieht ja gar nichts hier. So, fang nicht mal wieder. So, wo sind wir denn, Dennis? Auf welcher Höhe? Ja, darf ich nicht wieder hochgehen. Bleib unten. Banender gleich. Okay, alles klar. Also das mit der Trimmung hier, das ist ja... So. Genau, da ist bei Nendorf, genau. Da ist die A2. Genau, Weitringhausen, bei der ist hinter uns. Da kommt auch schon der schöne Deister.
Na komm, Trimmung. So. Genau, da oben ist der Laubbandsturm. Oh, die Trimmung, ne? Nicht so schnell. Genau, da geht dann aber Ringhausen rein. Genau, Basinghausen ist genau unter mir. Wir mal. Genau, da ist die Hauptstraße. Ich glaube, ich sehe mein Haus sogar schon. Fliegen wir doch los, ne? So, hier vorne ist das lange Feld. Da ist der Sportplatz. Und da, wo die Häuser wieder anfangen, an dem Feldweg, an der nächsten Kreuzung quasi, wo wir gerade drauf losfliegen. Also jetzt genau unter mir quasi. Da ist mein Haus. Da ist auch mein Bahnhof. Genau, unser Schulzentrum. Versuchen wir ein bisschen tiefer zu kommen. Genau, ich springe schon mal ab. Hier fliegt weiter. So, jetzt kommen die Sachen wieder ein bisschen näher. Da unten ist meine alte Grundschule, unten links, hier vorne. Da wir gerade drüber wegfliegen, dieses vierkantige Haus da. Und Dennis, du trinkst deinen Kaffee blond und süß. Okay, alles klar. Verstehe. So, unser Gewerbegebiet, Aldi, Rewe. Ich erinnere hier gar nichts. Ja, später. So, ach, hier ist noch ein, das ist noch gar nicht fertig, das neue Wohnbaugebiet hier unten. Schön. So, hier unten auf der Ecke, da unten, da direkt an der Nase, da ist mein Haus. Guck, guck. So, okay, gehen wir mal weiter. So, wollen wir nach Göttingen, hast du gesagt. So, muss auch eine Möglichkeit geben, diesem Autopiloten zu sagen, er mag. Nee, Steuerkopf nicht. Alt. Ah. So, Flight-Direktor. Steuerkurs, dann auf, du wollen wir nicht. Keine Geschwindigkeit. Ja, da geht's doch. Sehr schön. Aber er hält nicht, ne? Er hält's einfach nicht.
Er hält einfach nicht. Na gut. So, Dennis, wo sind wir denn jetzt? Das müsste... Oh Gott. Von oben sieht es immer so anders aus. Müsste Gärten sein, oder? Wenigsen. Ach, Wenigsen. Wenigsen? Stimmt, da ist die Schule. Ja, ist Wenigsen. Okay. Okay, Wenigsen. Also ich habe übrigens gehört, auf dem Feld landen oder auf der Straße landen können wir nicht. Doch, denn ich glaube dir voll und ganz. Gar keine Frage. So, dann müsste das hier vorne Wenigsen sein. Glaube ich. Wobei, ja doch, müsste Wenigsen sein. Also mit B. Da ist Bredenberg. Ach stimmt, Bredenberg war es erst. Ist doch ganz schön viel Verkehr da unten. Okay. Genau, dann ist das hier Bennigsen. Dennis, Kurs nach Göttingen ist so richtig, ja? Bist du eigentlich? Oder fast richtig? Oh, da ist ein Freibad. Kurs halten, müsste es sein. Jawohl. Wird gemacht. So. Wieso hält er denn eigentlich? Was soll denn jetzt halten? Genau, er soll jetzt eigentlich die 1500 halten. Jetzt sind wir hin. Gibt's nicht. So, macht das oder macht das nicht? Okay, er klettert wieder hoch.
Ja, ich weiß, Dennis. Miststück hält's einfach nicht. Na gut. Also, ich treffe den Norden, aber so gesagt. Okay. Gut, wo sind wir jetzt? Was liegt denn da vor uns, Dennis? Vorne rechts? Unter Medi B3. Da waren wir schon dran vorbei, oder? Jeinsen. Okay. Oh, hier war ein bisschen Hochwasser, würde ich sagen. Oh ja, ganz schön viel Wasser. Von wann ist denn die Aufzeichnung? Das würde mich ja mal interessieren. Okay, ich glaube, so sieht es momentan bei uns nicht aus. Ist das hier unten die Autobahn, Dennis? Nee, die Autobahn, ne? Oder auch hier die W3. Auch Züge fahren gerade hier im Simulator. Kurs halten, sagt sie, ja. Ja, ne, oder? Ist doch, gut gelungen, oder? Finde ich auch. So, dann können wir mal ein paar Ideen einsacken für den Schirmbau gleich. Da ist die Autobahn. Welche Shader denn ist? Ach, für Transportfieber, ja, ja. Das ist schon die Beta-Version von Transportfieber 3,5. Ja, da haben sie alle Firmen zusammengeschlossen. Nee, Cäsar, ich schlafe nicht ein. Das ist dummerweise eine Daumensteuerung mit dem Gamepad. Deswegen
sieht das so unkontrolliert teilweise aus. Oh, schön, dass du da bist. Hi. Wir machen gerade so einen kleinen Rundflug. Wir waren gerade bei mir quasi zu Hause. Gucken mal, wo Dennis so wohnt. Ja. Ausläufer von Hildesheim. 8. Das ist der Hildesheimer Wald. Ah ja, okay. Was sind das denn hier für Klötze? Ja, lass ihr specken selber. Okay. Boah. So, die Richtung stimmt doch, Dennis, ja? Was haben wir denn für Örtchen jetzt hier unter uns gleich? Okay, dann drehen wir Richtung Süden. Söhre, okay. Wahrscheinlich auch noch der Hildesheimer Wald, oder? Ab in den Süden. Ganz genau. Ja, ich weiß, dass mein Kurskreis fehlerhaft ist. Hätten wir den Flug eigentlich anmelden müssen? Ja, ne? Wahrscheinlich schon, ne? Okay, komm jetzt mal genau drauf. Machen wir. Ich wollte eigentlich nur da unten mal gucken fahren, oder fliegen meine ich. Ach, das geht noch was, Dennis. Cäsar, die Spinnanzeige ist ja nur ein Cessna. Die braucht nicht so viel.
ein paar Minuten vor, genau. Ist ja wie ein Absturz, ne? Ich sehe ihn als erstes. Und dann erst ihr. Ab in den Süden. So, der Kobidot, was haben wir denn hier unten für eine Stadt? Stimmt, wir sehen den beide gleichzeitig, das stimmt, ja. Welches Örtchen ist das denn hier unten? Salem. Okay. Ist auch schnuckelig, ne? Seelen. Ja, noch ein paar kleine Örtchen. Ich bin ja mal ein paar Hühner erschrecken. Ein bisschen Kleinkram. Ein bisschen Kleinkram. Vergangenheit, Nordheim, Göttingen. Okay. Also wir hätten doch den Airbus nehmen sollen. Das ist ein Waldweg. Da laufen Leute rum. Ist ja ein Ding. Oder sind das Tiere? Ne, sind Tiere. Ne, Autos. Ach, Autos sind es. Landstraße. Ja, ich wechsle ja schon wieder den Kurs, der Co-Pilot. So, was haben wir hier? Also ich glaube ja nicht dran, dass die heute alle nur so rot sind, oder? Das wird doch wohl bestimmt von der KI dahingestellt, die Häuser. Aber mein Haus sah auch nicht nach originalem Haus aus. Evershausen. Okay. Wetteborn, ah ja. Hackenbeck.
Was für ein Name, ja genau, Hackenbeck. Heckenbeck, Entschuldigung, Heckenbeck. Ich habe ein paar A gelesen. Oh, das war schön hier oben auf dem Berge, wa? Orkshausen, okay. Dann grüße ich mal alle Orkshausener. Auch ein toller Name, ne? Orks würde ich irgendwie gleich an an Warcraft denken irgendwie. Okay, das ist Kreiensinn. Nochmal ein Schwenker. Im Güterbahnhof kann er sein. Ja, schön, schön, schön. Was haben wir denn hier links, Dennis? Ein dreieckiger Personenbahnhof. Das habe ich mal in TPF-1 gebaut. So gleich, dass die so einen dreieckigen Bahnhof haben. Oberhausen, okay. Ich meine, ich wohne zwar in der Nähe, ne? Aber die meisten Orte kommt man irgendwie nie hin. Da vorne ist auch schon wieder so viel Wasser auf. Es muss irgendwie eine Zeit gewesen sein, wo es ordentlich geregnet hat. Ja, klar, ist das schon mehr bei dir, denn das ist klar. Aber Göttingen ist ja noch nicht so weit weg, ne? Also. So. Die noch einmal Seenplatten. Heißen die so, Dennis? Oder ist es. Ach, da war es immer da. Ja, okay. Okay. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber wenn du das sagst, weiß jeder, was du meinst. Okay.
Oldtimer Seenplatten, ja. Kennt doch jeder. Nordheimer Seenplatten. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, ne? Okay. So, Kurs nach Göttingen noch richtig, Dennis? Ja, ne? Das war die A7 gerade, genau. Sind wir bei da? Nordheim. Kilometer fern von dir, okay. Ja, das ist ja nicht mehr so weit, ne? Uns das Ganze noch mal ein bisschen aus der Nähe an hier. Und jetzt den Gleis hier unten rechts, Dennis? Könnte ich. Bitte. Ist ja furchtbar. Na, ich glaube, ich gehe mal wieder ein bisschen hoch hier. Göttingen eigentlich im Flughafen? Gunsdorf Tower, Cessna Golf, Sierra Alpha, cancel landing intention. Göttingen hat einen Bahnhof, okay. Also wir können in Nordheim landen, aber da waren wir ja schon. Bad Gangersheim. Ja, gucken wir gleich mal. Och, das ist ja auch süß da unten.
Der Turm Eddig. Was? Eddigehausen? Der kleine oder der große? Der große da vorne. Okay. Wobei das hier drüben ist, glaube ich, gar kein Turm, ne? Oder doch? Naja, doch, können Turm irgendwie. Ja, nee. Bisschen höher. Ich wollte mir den Turm auch mal genauer angucken. Genau, steht ein Baum oder Wiese und ich vergegen. Genau. Nikolausberg. Okay. So, dann muss ich nur sagen, wo du wohnst, Dennis, dann Nikolausberg wohnt. Aha, okay. Hallo Flix. So, dann musst du nur sagen, wo du jetzt wohnst, dann können wir da ein bisschen runtergehen. Das ist also Göttingen, okay. Einmal quer rüber. Auf einer Stadtseite oder wie? Okay. Göttingen Süd. Also ich würde was vermuten mal hier irgendwo, oder? Ah ja, siehst du? Schon dran vorbeigeflogen, wa? Eine große Schule. Okay. Ja, dann wink mal schön. Okay, dann schau noch mal, ob wir irgendwie mal in Nordheim gelandet bekommen.
Wobei, jetzt wäre Eisfeld wieder näher dran, oder? Nächste Runde einmal Berlin. Ja. Echo Delta Hotel Delta Traffic Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha 12 miles northwest 1700 feet inbound to land runway 2. Boah. Was hat er denn? Mann, oh Mann. Echo Delta Hotel Delta Traffic Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha 11 miles northwest 1600 feet inbound to land runway 24. Ich glaube, da sind schon unsere Barken und dann. Na. Ist der Göttinger weit, den ich nachbauen sollte? Okay. Nee, in Nordheim ist es auch nicht. Das ist irgendein anderer Flughafen da. Nee, den hab ich vergessen, Dennis. Och Mann. Verdammt. Ich glaube noch nicht so ganz dran, dass ich mit der Maschine heile runterkomme. Ne? Google mal, das ist der hat Erkennung ODHD. Vorhin stand es dran, aber ich komme gerade nicht zurück. Glaube ich zumindest. Eisfeld steht denn dran. Genau. Eisfeld. Dennis, Eisfeld heißt der.
Was? Cool, kennen die Kennung nicht? Wie fern? Also Eiswelt heißt er auf jeden Fall. Ah, ich glaube ja nicht dran, dass ich da runterkomme. Also ich meine, runterkommen wir alle, aber... Delta Hotel Delta, traffic Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Alpha is on final runway 24 to land. Die antworten aber auch nicht, ne? Die gibt's gar nicht im Flughafen. Treibstoffventil. Muss noch nachgucken. Ich weiß gerade nicht, wo meine Flaps bei dem Flieger sind. Landeklappen. Ach ja. Ach, S7 war es ja richtig. Genau, ich lande einfach auf 38, wenn der Flughafen da ist. Genau.
Ja. Hier ist so wohl. Zu langsam. Ja, die Schrift ist schon groß, ne? Also. Ist jetzt so schnell. Also ich freue mich schon drauf, wenn mein Steuersticker nicht da ist. Weil ich nicht mal mit diesem Gamepad fliegen muss. Oh Gott, was ist das für ein Flughafen? Der ist ja knuffig. Und wir segeln. Na, geht doch. Wir sind angekommen. So ein süßer Flughafen irgendwie.